Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen nach einem lang ersehnten Video mal von mir. Ja Freunde, ich war abwesend in letzter Zeit, hatte auch seine Gründe gehabt. Und ja Freunde, wir wissen sicherlich, also für diejenigen, die mir auf Insta folgen, habe ich was angekündigt. Und zwar mein Unboxing zu diesem schicken Teil hier. Und am Ende kommt nochmal was etwas Lustiges. Und ich will nicht zu viel drum rumschnacken wie immer, ne? Und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus. Und übrigens, ich werde nicht dafür bezahlt, ich habe es mir alles selber aus eigener Tasche gekauft, um endlich mal ein bisschen bessere Qualität zu holen. Und ja, packen wir mal das Ganze jetzt aus. Und zwar ist das der T-Bone SC500 USB. Ich glaube, ein Nachfolger, das müsste der Nachfolger vom 450er sein. Ich bin gespannt, ich habe es noch gar nicht mir angehört, wie es wie sich diese Tonaufnahmen wiedergeben. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal gespannt. Ich suche gerade jetzt nur hier die Öffnung. Achso, hier. Ist auf jeden Fall schick gemacht. So, hier nochmal, könnt ihr sehen. T-Bone SC500 USB. Ich werde das euch auf jeden Fall verlinken. Und dann könnt ihr euch mal das genauer angucken. Ihr werdet sowieso noch was davon hören. Und ja. Da haben wir auch schon das Teil. So, hier ist das schicke Teil. Ich hoffe, man sieht das. Ah, wegen dem Licht kann man das nicht so genau erkennen. Aber ich würde sagen, ihr seht es gleich zu dem kleinen Test. Bis gleich. Ja Freunde, da bin ich schon wieder. Ich muss sagen, ich bin mega zufrieden mit dem Mic. Also für den Preis lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, das war mein kleines Unboxing. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen mehr herausholen kann. Auf jeden Fall unten unter diesem Video ist nochmal dieses Mic hier verlinkt. Ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr es auch mal austesten würdet oder mich unter Insta markieren könnt. Und oder einfach mir so Bescheid sagen können, damit ich sehe, dass ihr auch das mal ausgetestet habt. Weil bis jetzt habe ich wirklich, lasst mich nicht lügen, ich habe bis jetzt wirklich kein einziges Video, nicht mal auf Englisch gesehen, dass das mal ausgetestet wird. Und ja, auf jeden Fall lässt sich auf jeden Fall gut anhören. Und ja, ich kann euch noch mal kurz die Packung zeigen. Eben auf der anderen Kamera konnte man das nicht so gut sehen. Hier, das ist das Mic. T-Bone SC500. Und ja, das darf es auf jeden Fall. Unten ist der Link, wenn ihr Bock habt, auch dieses Mic zu holen. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Paket. Ich habe das schon ausgepackt. Und zwar ist das dieses schöne Schmuckstück hier. Das hier. Weil. Das war ja. Das ist jetzt seit einer Woche, glaube ich, her. Ich habe einfach zu viele Tore hinten kassiert. Ich habe das Mikro. Ich habe den Controller so fest gegen die Wand geschmissen, vor Wut, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte auf FIFA. Und ich hoffe, dass das nicht mit dem hier passiert.
Auf jeden Fall, das ist das zweite Unboxing hier. Da habe ich den Karton weggeschmissen. Ah ne, hab den gar nicht weggeschmissen. Oh, hier. Ist jetzt nicht die Originalverpackung, aber habe ich halt so zugeschickt bekommen. Auf jeden Fall ist halt nochmal ein neuer Controller. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das war's von hier. Ihr habt jetzt, glaube ich, das meiste gesehen. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, damit ich sehe, dass es euch auch weiterhin gefällt. Und die Tage werden auf jeden Fall Story Games nochmal fortgesetzt. Und ja, ich versuche mein Bestes, ich will jetzt weitermachen. Und wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Weekend League. Ob ich jetzt live komme oder nicht, ist noch eine große Frage, weil ich zeitlich nicht mehr so viel Zeit habe, dass ich halt 2-3 Stunden am Stück streamen kann. Aber in Form von Videos werde ich das auf jeden Fall noch machen. Deswegen war es das von mir hier. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Und ciao, euer Khalid.